zu. Controller. Oh ja, immer noch. Und wir spielen wieder Celias Quest weiter. Continue. Kann ich überhaupt, kann ich nicht. Schade. Ich mach mal noch mal kurz das Licht aus. Bis gleich. So, jetzt aber. Und ja, das kleine Fenster, was ihr am Anfang gesehen habt, ist tatsächlich die Größe, wie ich das Spiel spiele. Ich kann es halt nicht anders einstellen. Das ist halt so. Oben waren wir, glaube ich, fertig. Wir wollten links mal ein bisschen weiterschauen. Wobei, nein, warte. Wir haben oben immer noch die... Cool. Drei von denen erhöhen mein Leben. Ja. Warte mal. Kann ich mit einem Token vielleicht, denke ich, mal ein bisschen Rüstung kaufen oder so? Geht das? Alter, wieder das Problem mit dem Controller, ne? Das interessiert uns nicht. Wir wollen kaufen. Wieso können wir da nichts kaufen bei denen? Wie dumm ist das denn? Wieso können wir nichts kaufen? Wenn ihr es auch ankommt, von wegen Effekt, so Effekte wegen Accessoires, ne? Auf Necklace. Okay. Moment. Na, hofft doch hier lang, wo ich hin möchte. Bewegt ihn nach rechts und die bewegt sich aber nicht. How can I help you? Okay, also, ach Mann. Ach das, ja. Umständlich, aber wir kommen durch. Ach ja, nee, hier ist das Haus. Ich wollte noch weiter rechts gehen. Ich dachte, das stünde noch weiter rechts. So. Wir versuchen jetzt, alle Gegner hier loszuwerden. Ich glaube, bei denen war Schlagen das Beste. Genau, durchlöchert mein TQT, hast schon recht. Verschwinde ja eh wieder. Innerhalb von Sekunden. Weil wir halt so ein mega gutes TQT haben. Ups. Stimmt, ich hätte gar nicht nach oben gehen brauchen, um den zu triggern, ne? Oder? Aber wobei, ich glaube, wir sollen alle erledigen. Wir greifen aber gerade zum Mahn mit Schlägen.
leider nicht so effektiv. Sieht halt mehr ab bei denen. Und da ist sie explodiert. Na, Magic nötig. Und explodiert. Okay, also der blockt es auch gerne mal, wenn wir die Blitze benutzen. Also bei ihm ganz normal schlagen. So. Ha. Wie viel möchte sie? 7 waren das, ne? So. Brauchen wir nur noch einen Kampf und dann kann sie uns wieder heilen. Okay, schon wieder zerstörte Handschuhe. Und noch mehr zerstörte Handschuhe. Was ist das? So kämpfen wir jetzt gegen einen Baumstamm. Und da ist er weg. Craft Kit. Okay. Das brauche ich halt beides noch nicht. Ich hoffe, wir sind so weit gut aufgestellt, dass wir hier auch wirklich gut durchkommen. Dass wir das jetzt endlich hinter uns bringen können. Gott sagen, jetzt rennen wir eigentlich in uns rein. Okay. Es wird nichts. Und ich habe vergessen zu speichern. Aber der Baumstamm ist schon fast weg. Wieso? Und da ist er weg. Wieso? Wie? Ich habe doch gar nichts getan. Okay, dann schaffen wir den Kampf nämlich doch. Da ist er weg. Perfekt. Oh ja, endlich. Gebiet geklärt. Die Gegner werden... 10 Tropfen, oha. Die Gegner werden nicht weiter respawnen. Oh Mann. Also es wird keine weiteren neuen Gegner geben hier. Und da haben wir zum Schluss einmal ein paar Handschuhe bekommen.
Okay, also die Handschuhe könnten jede Sekunde auseinanderfallen. Und sie hofft, dass sie es lang genug halten, damit sie da runter kann. Damit sie da runterklettern kann. Wir klettern mal. Wir klettern mal nicht. Ja, nice. Ja, wir haben es eigentlich geschafft hier. Aber sie hat einen komischen Garten, diese Frau. Einen sehr komischen Garten. Wie so ein halbes Labyrinth. An den Bäumen kommt man so nicht vorbei, okay. Okay, also der Garten an sich ist noch nicht geklärt. Das heißt, das da unten gehört noch zu ihrem Garten dazu. Das ist noch nicht mal ihr vollständiger Garten. Alter, was hat die für einen Garten, Mädel? Was hast du für einen Garten? So. Wir haben jetzt zwei Tokens, ne? Natürlich habe ich Tokens. Ja gut, okay, du hast Potion Tokens. Das ist ja gut. Das ist wahrscheinlich was anderes. Ja. Ich sag, sie soll nach rechts gehen und sie läuft einfach weiter gegen den Baum. Finde ich nicht sehr nett von ihr, dass sie das macht. Das hatte ich schon, die Truhe. Also einfach weiter hier lang. Und jetzt heißt es aber runter.